Der siebte Spieltag der Premier League, er hatte wirklich alles zu bieten, was das Fußballherz begehrt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei den Highlights, meine Damen und Herren. Wir sind beim Spiel von Manchester City. Noch Tabellenführer und noch ungeschlagen, aber es gab den ersten großen Härtetest jetzt am Wochenende bei Titelverteidiger Chelsea. Dann schauen wir auf Jürgen Klopp, der steht mächtig unter Druck, denn bei den Reds, da läuft es noch nicht. Da täte ein Erfolgserlebnis wirklich gut, vielleicht hat es ja auch geklappt, bei Aufsteiger Newcastle United. Der König der Tore, das ist unbestritten Harry Kane. Und Huddersfield Town hatte es jetzt genau mit dem zu tun. Vielleicht konnten sie ihn ja bremsen. Hier bei uns in der Sendung erfahren Sie es. Das waren sie auch schon, die Highlights der Premier League. Noch mehr internationalen Fußball gibt es natürlich auf sport1.de. Nächste Woche, da ist Länderspielpause, deswegen sehen wir uns erst wieder in 2 Wochen. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Machen Sie es gut.